Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu den Urlaubsfolgen. Ja, ich befinde mich im Urlaub von Days Gone, aber eigentlich sind es die finalen Folgen. Ich wollte jetzt hier looten gehen. Wir haben ja in der letzten Folge aufgehört, hab eine kurze Pause zwischendrin gemacht, ne, hab mir was zum Frühstücken gemacht, was zu trinken geholt, komme wieder hierher, will das Spiel wieder starten und auf einmal gibt es horrormäßige, also richtig horrormäßige Geräusche hier in der Entfernung. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich hoffe, es ist nichts Böses. Und ich finde es schön, dass ihr wieder mit am Start seid, um das mit mir zu sehen hier. Na, also, festhalten. Ich weiß noch nicht, wo das Geräusch herkam. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr hört's? Ihr hört's? Es ist da hinter der Mauer. Oh shit, Freunde. Also wir könnten uns jetzt einfach verdünnisieren. Oder wir stellen uns der Gefahr. Und ich wäre ja für Zweites. Wir stellen uns der Gefahr, ne? Und wir gehen einfach mal schauen, was das ist. Das ist ein Sprinter. Leute, das ist so ein Ding aus der, was man in der Höhle besiegt hatten. Und wir haben es erwischt. Das ist noch einer. Schaut mal, wie schnell. Okay. Okay, der geht fressen. Das ist ja nicht so schön, dass die jetzt hier rumrennen. Gut, okay. Die gehen. Ja, dann nimm dir halt erstmal das Fleisch. Es gibt Punkte. Der ist schon wieder da oben. Boah, Gott sei Dank, der hat uns gerade gesehen. Alter. Ja, wunderbar, dass die jetzt hier rumrennen. Ich höre die. Klammerst dich ewig an dein Selbst. Schon gut, Jesse, ja. Ich weiß, du bist kaputt im Kopf und ich und Busa haben dazu beigetragen. Diesen Mist kann ich jetzt nicht mehr ändern. Okay, also, wir haben es jetzt nicht mehr nur mit Brechern zu tun, sondern auch mit Sprintern in der freien Welt. Und die sind schnell. Schrott können wir leider nicht mitnehmen. Hier hatten wir ja, hier waren wir ja, ne? Hier haben wir ja alles gelootet gehabt. Okay. Aber auch wenn die Sprinter schnell sind, wir sind schneller. Denn wir haben ja unser Bike. So, ist es aufgetankt? Hat man das noch getankt gehabt? Ja, ne? Ja, Tank 100%. Gut, einwandfrei. Okay. Dann haben wir dieses Rätsel also auch aufgeklärt. So, was haben wir hier? Also, rennen gegen die Zeit, mache das Camp ausfindig. Mache das Camp ausfindig. Ein weiterer Milizangriff. Und leg jeden einzelnen von den Mistkerlen um. Altes Sägewerk, Niro-Kontrollpunkt. Hier könnten wir hinreisen. Wir können aber auch hier hinreisen. Dann markieren wir uns nämlich erstmal das. Ein weiterer Milizangriff. Oder der letzte. Ist ein bisschen näher dran, der letzte, ne? Wir reisen einfach mal hier hin.
Dann sind wir so ziemlich zentral. Und dann können wir von dort aus die drei Sachen mal schnell so nebenbei erledigen. Ha, schnell passt natürlich, wenn wir es jetzt mit diesen Sprintern zu tun haben. Das bedeutet schön vorsichtig sein und immer Munition in der Tasche haben. Wie er gesehen hat, fast ein komplettes Magazin hat er verbraucht. Die kleine Ratte. So. Okay, hier scheint alles safe zu sein. Ja, ich sag immer scheint, ne? Oh Gott. Oh Gott, habt ihr das gehört? Keine Ahnung, was das schon wieder war. Ach, hier unten geht's ab. So, ihr kleinen Ratten. Na, kommt mal ran. Auf den Meter. Okay. Ziemlich viele Freaker. Freaks! Wo ist der Rest von euch? Suchen wir die hier mal kurz. Da trampelt schon wieder irgendwas Böses, ne? Ein Bär, na klar. Ja. Kann man uns hier nicht einfach in Ruhe unser Zeug machen lassen? Geht das nicht? Vor allem, was ist das hier? Ich will es gar nicht wissen. So, diesen kleinen Erfolg speichern wir auf jeden Fall. So. Dann müssen wir 200 Meter in die Richtung. Am besten unauffällig, ne? Oh Mann. Ich will's aber auch immer wissen, ne? Ich will's aber auch immer wissen. Ich gehe da trotzdem hin. So, andere würden wahrscheinlich sagen, ja, lass das doch, ne? Zieh dich lieber zurück, Rob. Aber ich nicht. Ich möchte hier alles beseitigen. So. Und das müsste jetzt dieses Camp sein hier, von dem alle reden. Also... Alle heißt wir, also, ne, ich. Die Mission, der Auftrag. Es zählt nur die Mission. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeug zum Looten. Ja, ich höre sie schon da unten. Yeah. So, ein Schwärmeohr. Ein Fläschchen. Ein Lappen. Gott, verdammte Miliz. Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Richtig so. Was für Trupp. Ich muss vorsichtig sein. Mhm. Ja, da müssen wir definitiv vorsichtig sein. Miliz, na los! Hab so ein blödes Gefühl. Na, ich hab auch ein blödes Gefühl, wenn ich euch sehe. Da kommen sie.
drei Mann? Kommt, verkrümelt euch mal. Los, ihr Wichser! Okay, die haben jetzt also extra gute Panzerung am Start. Los, dann wollen wir mal. So, wo ist der Rest von euch? Da hinten? Ich hab dich doch gesehen. So, und einer oxidiert hier noch rum. Da. So. Alles mitnehmen. Kehre zu Koblenz Camp zurück. Ach, und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Aber ist das was, hä? Den können wir auch nicht mehr durchsuchen hier. So, den können wir aber durchsuchen. Den auch. Okay, und wir durchsuchen mal weiter. Ich höre ja auch ein Bike, ne? Ihr hört's auch. Irgendwo fährt hier wieder einer rum. Und ich habe das Gefühl, die ganze Gegend hat sich so ein bisschen verändert, seit wir das letzte Mal hier waren. Oder wir waren einfach zu lang. Zu lang. Im Norden. Okay, wofür ist das Auto gedacht? Warum kann man das hier ranschieben? Ja. Munition, 76 mal Sturmgewehrmunition. Allein dafür hat sich das Ganze ja schon gelohnt, ne? Haben wir kaum was verbraucht. Ich würde trotzdem gerne nochmal ins Haus reingehen. Hopp. So, für einen Waschlappen. Und eine Flasche. Habe ich das Geräusch richtig geordnet? Ja, ne? Noch eine Flasche. Sehr gut. Oh, was war denn hier los? Richtiges Saufgelage. Guckt mal, hier kriegen wir das ganze Inventar an Flaschen wieder voll. Styropor. Liebe Grüße an die Shorty. Ne, die hat nämlich erkannt, dass hier die Kaffeebecher aus Styropor sind. Gut, und nichtsdestotrotz, wir verziehen uns mal wieder Richtung Bike. Schnell speichern und dann ab zum nächsten Punkt. Ich hoffe, uns kommt jetzt nichts entgegen. Wird es langsam dunkel? Es wird noch nicht dunkel. Okay. Ausdauer hält gut durch. Haben wir gut gemacht. Wo fährt das Bike rum? Okay, jetzt ist das Geräusch weg, alles klar. Was war das? Habt ihr das gehört? Guten Morgen! Ah, cool. So. Nix so und doch Gift. Ha, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin nur manchmal, also mittlerweile bin ich wieder drauf und dran, doch wieder die Armbrust zu nehmen. Ah, lass mich in Ruhe. Oh. Oxidierte hier an meinem Bike rum. So, ja, dadurch ich das da unten schon wieder so sehe, ne? Hier ist Koblenz Camp, da müssen wir hin.
Okay, dann machen wir das. Wenn das diese Mission war, ne? Dann düsen wir da auch hin. Bin gespannt. Der alte, gute alte Copeland. Ich glaube, da haben wir noch nicht Stufe 3 in dem Camp. Ich weiß es aber nicht mehr. Es ist so lange her. Wie gesagt, über 100 Folgen. Ihr seht's ja. Koblenz Camp wurde angegriffen. Willkommen zurück. Danke. Danke, danke, danke. So, Koblenz, ne, berichte mal. Erstatte mal hier Tatsachenbericht. Was war los? Los, rein mit ihnen. Was ist passiert? Ein Angriff. Rumtreiber beim Highway. Wir müssen sie mit ein paar Männern verfolgen. Schau mich nicht so an. Ist nicht mein Problem. Sie haben Manny. Du hast Manny da rausgeschickt. Ich leite nur das Camp, Deke. Ich sage niemandem, wie er leben soll. Was zur Hölle, Cope? Deacon, warte. Deacon, der überstürzt mal nichts, ne? Guck mal, wir haben hier erst Camp Vertrauensstufe 2. Das war's erstmal. So. Dann geht man ein paar Ohren ab. Hey, Deke. Was macht die Außenwelt? Na, jede Menge. Percy, wie läuft der Ohrenhandel so? Schön, dich zu sehen. Danke. Hey, Damon. Darf es sonst noch was sein? Ich schau noch, Damon. Alles gut. Gut. Oh, hier haben wir noch was. Alles klar. Kommt sofort. Danke dir. Gut, dann schauen wir in unseren Schrank und da rüsten wir wieder unsere Armbrust aus. So. Komm jederzeit wieder. Ah ja, mach ich. Mechaniker, dann tanken wir mal auf. Hey, Dick, ich mach dir auf. Was? Ach so, Manny ist weg und ich kann nicht voll tanken. Ups. Wie viel Benzin hat denn das Bike noch? 59%. Und es ist Nacht. Okay, immer jetzt hier Hals über Kopf losstürmen, würde ich sagen. Wir hauen uns eine Runde aufs Ohr. So. Ach, über uns. Okay. Ja, und Manny ist der Mechaniker. Der hat hier Manny Sachen angestellt. Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Genau, so machen wir das, Deacon. Kurzes Nickerchen und dann frisch gestärkt in aller Frühe geht's weiter. So, schön die Gegend wieder. Schön wieder mit Bäumen. Hatten wir ja nicht so oft im Norden. Und schon wieder bereit. Ah, und schon wieder bereit, sagt der kleine Deacon. Und dann laufen wir wieder runter. 59% Benzol am Start. Ritter hat uns Fleisch gebracht. Ja, hab ich. Gut, ne? Ja. Weil ich weiß, was gut ist für euch. Ihr kleinen Baggerluten. Hey, Moment mal. Jo, danke. Jo, alles klar. Mach's gut. Ciao. Holla dabei, Tree. Okay, da runter. Das ist Bike. Ich denke mal, das ist auch das, was wir untersuchen müssen. Jawohl. Cope, ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Meine Männer sagen, am Sandium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Gegen Ende. Eine Box mit Nägeln, die können wir nicht mitnehmen.
Okay, wir haben die Armbrust wieder am Start. Hoffentlich keine Horde. Okay. Gesund sieht das nicht aus hier. Da lebt doch einer davon, oder? Ich hab's geahnt. Und nochmal durchkriechen. Schön, das heißt Flucht unmöglich. Ich höre Freaker. Jede Menge Freaker. Schön, die Armbrust wieder zu haben. Okay, Manny, wo bist du? Mehr Munition. Wo bist du, Manny? Wo bist du, mein Freund? Weil vibriert's hier. Okay. Gut, wir folgen weiter der Spur. Schön, wenn hier so viele Freaker sind, dann sind hier keine Hinterhaltsleute mehr. Okay. So, Mäuschen, guck mal, ich habe ein schönes Messer. Weiter geht's. Oh, cool. Ein Spähtrupp. Und da unten sind ein paar Leute. Ich hab die nicht verfehlt. Mann, Alter. Jetzt. Ey, ich hab noch 5 Schuss. Das passiert, wenn man mit einer Armbrust nicht mehr umgehen kann, ne? Okay. Jetzt hab ich nicht mehr viel Munition übrig. Ne, die kann. Tut mir auch leid. Na dann, komm, Kopf raus. So, können wir noch was herstellen? Nein. Na komm. Oh, Freaker, okay. Was? Alter, der hat einen Schrotflinte. Kleine Ratte. Einer ist da unten noch. Da unten ist noch einer. Am Fluss. Okay, alles durchsuchen.
Hier müsste eigentlich noch einer liegen. Ach, der liegt bestimmt oben drauf. Das war bestimmt der Spähposten. So. Weiter geht die wilde Jagd. Guckt mal da. Ich kann nicht schießen, okay. Bitte nicht wieder ein Bug. Ich kann den nicht abschießen. Er ist tot, er ist tot. Was zum Teufel? Zum Befreien der Geisel. Das ist also Manny, denke ich mal, wenn ich den hier nicht abschießen kann. Omar, siehst du mich? Das ist die Geisel. Okay. Manny, du bleibst schön hier stehen. Muss mich erst nur um Gegner in der Nähe kümmern. Kiste! So, Schrott können wir jetzt wieder mitnehmen. Jungens, wo seid ihr? Naja, zum Befreien der Geisel. Ich hab's gecheckt. Am Fluss war noch einer. Da! Ups! Halt die Klappe. So. Gönn dir, Deacon. Ich vermute mal, jetzt haben wir alle. Ja, Mann. Hi, Manny. Hey. Ich hätte ihn schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut? Geh zurück. Schön langsam. Kein Fuß. Ja, super, war ja klar. Manny, nicht solche Geräusche machen. Oh Gott, die Geräusche, die er macht. Oh Gott, ich muss ja weg. Das ist mir zu krank hier. Alter, was ist denn das für ein Soundbug? Manny, hör bitte auf, solche Geräusche zu machen. Oh nein. Hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? War ich zu gut? Manny, komm mit. Komm, Manny. Ich geh kaputt. Jetzt habe ich hier so einen Soundbug drin. Elektrischer Zünderinventar voll. Okay, geht ja. Manny, kommst du dann mal mit, oder? Ich glaube, da hat sich aufgehangen. Ja, furchtbar. Ich kann auch nichts drücken hier. Ach, na gut, Leute, ich kümmere mich drum, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann machen wir hier weiter. Reingeblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.